Wir als Behörde für Nachhaltigkeit stehen mittlerweile bei der Bundesregierung richtig hoch im Kurs. Wir hatten sogar vor ein paar Wochen eine Anfrage vom Verteidigungsminister Pistorius. Der hat persönlich direkt angerufen. Ja, er wollte wissen, wie die Bundeswehr nachhaltiger strukturiert werden kann. Und der Pistorius hat mir verraten, von der Wehrhaftigkeit her ist die Bundeswehr eher wie so ein Schützenverein mit Platzpatronen. Ich hab dann gesagt, Herr Verteidigungsminister, also das große Manko ist ja die Abteilung Beschaffung. Bis bei der Bundeswehr mal Nachschub kommt, vergehen gerne mal ein paar Jahre. Und aus Kostengründen kauft man gerne mal zweite Wahl, sprich Panzer, die nicht fahren, ja, Hubschrauber, die nicht fliegen. Und drum haben wir dem Pistorius eine strategische Partnerschaft empfohlen mit der RAF. Ja, weil die Frau Klette in ihrer Einzimmer-Sozialwohnung hat die alles gebunkert, was der Bundeswehr fehlt.